WordPress-Foto ist die Mutter aller Fotowettbewerbe weltweit. Seit 1955, also jetzt im 69. Jahr, werden die besten, relevantesten und wichtigsten Arbeiten ausgezeichnet. WordPress-Foto ist natürlich gewachsen über die Jahre. In diesem Jahr sind über 60.000 Bilder eingereicht worden. Und die Ausstellung tourt durch 100 Orte weltweit. Und über 1 Million Menschen sehen die Fotos. WordPress-Foto zeichnet die meistens politische Konflikte, kriegerische Auseinandersetzungen, aber auch Umweltthemen. Es werden Sportfotos eingereicht, es wird eigentlich alles das eingereicht, was relevant ist, was passiert ist und was die Menschen, Zuschauer, User im Jahr 2023 besonders bewegt haben. Ganz kurz zu den Kategorien, die sind manchmal für Menschen, die sich nicht so intensiv damit beschäftigen wie wir, ein bisschen schwierig zu durchdringen. Es gibt insgesamt 4 Kategorien. Seit 2 Jahren gibt es also neue Regeln. Es gibt diese 4 Kategorien. Und zwar ist die erste Kategorie das Foto des Jahres, the Photo of the Year. Das ist eigentlich das, was mit am wichtigsten ist für Newsfotografen, weil die oft nicht lange an einer Geschichte arbeiten, sondern newsgetrieben an einen Ort fahren oder schon dort sind, um dort etwas zu fotografieren, was dort passiert. In diesem Jahr ist ja auch das Foto des Fotografen Mohamed Salem ausgezeichnet worden, der in Gaza arbeitet, Palästinenser ist und dort die Frau Ines Abu Mama fotografiert hat, die ihre 5-jährige Nichte im Arm hält. Das Foto besticht besonders durch Emotionalität, eben weil keine Gesichter zu sehen sind, weil die Trauer über den Tod der Nichte einfach durch die Haltung und die verhüllte Leiche im Arm sozusagen so sehr sichtbar wird und so sehr berührt, das hat die Jury überzeugt. Dann gibt es natürlich The Story of the Year, also eine Geschichte, die mit mehreren Bildern erzählt wird, dazu gleich später. Das ist die zweite Hauptkategorie. Dann gibt es Long-Term Projects. Long-Term Projects hat zum Beispiel Brandl gewonnen in der Kategorie Europa. Das sind Geschichten, die in den letzten 3 Jahren fotografiert worden sein müssen. Also wo jemand, Fotojournalisten, länger an einem Thema dran sind, um das tiefer zu durchdringen. Und zusätzlich gibt es ein ganz neues, sehr, sehr spannendes Format. Das ist das Open Format. Dort darf alles eingereicht werden, was nicht nur Foto ist. Also dort darf zum Beispiel Videos dürfen eingereicht werden, Audioaufnahmen dürfen eingereicht werden, Text oder Illustrationen. Es wird also sozusagen die klassische Multimedia-Arbeit ausgezeichnet, die ja im Moment eigentlich sehr gefragt ist, gerade bei den Online-Medien, bei den digitalen Medien. Es ist eigentlich die modernste Kategorie. KI ist übrigens nicht erlaubt im Open-Format. Das ist der einzige Ausschluss, dass es müssen Arbeiten sein, die mit einer Kamera gemacht worden sind. Sei es eine Videokamera, sei es eine Fotokamera. Ich hatte die Freude dieses Jahr, dass ich in die WordPress-Jury berufen worden ist. Dort wird man berufen. Und als einziger Deutscher dort drin sitzen konnte. Und WordPress-Foto ist in 6 Kategorien weltweit aufgeteilt. Also es gibt die Regionen weltweit aufgeteilt. Es gibt Europa, Nordamerika, Nord- und Mittelamerika ist die zweite, Südamerika, dann gibt es Afrika, Asien und Australien, Ozeanien. In jedem dieser 6 Kategorien wird ein Gewinner gekürt für das Foto des Jahres. In jedem wird einer gekürt für die anderen Kategorien, also Story, Long-Term Project und Open Format. Somit gibt es in jeder dieser 6 Regionen 4 Gewinner anschließend und aus diesen regionalen Gewinnern werden dann die Global Gewinner, also die Hauptgewinner, die 4 Hauptpreise von einer globalen Jury gewählt. Das einmal ganz kurz zur Erklärung. Und zum Beispiel Leanne Olvarge hat den globalen Preis für The Story of the Year gewonnen. Das einmal ganz kurz zu WordPress Foto. Die Fotografin Leanne Olvarge kann jetzt ein bisschen im Gespräch mit Carla Rosorius
über Ihre Arbeit sprechen und uns ein bisschen vertraut machen mit der Besonderheit Ihrer Arbeit und Ihres Preises. Ja, vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Frau Dauschek, für die einleitenden Worte. Vielen Dank auch, dass Sie alle heute hier sind. Und es ist vor allem für mich eine Freude, dass Leanne heute bei uns sein kann. Sie hat sich den weiten Weg aus Südafrika aufgemacht, um hier dabei sein zu können. Daher werde ich jetzt auch gleich das Gespräch mit ihr auf Englisch führen. Ich hoffe, das ist für alle Anwesenden in Ordnung. Genau. Und dann kommen wir direkt mal zum Punkt. Leanne, it's a pleasure that you made it from South Africa all the way here to Hamburg. I'm very happy to have you here for the talk now. And first of all, congratulations. You won the World Press Photo Award with a special story. This is, that's something that probably makes you proud, but it makes me proud as well, because this is a very special story. We're going to talk about that in detail later, but Leanne realized this story in cooperation with Geo Magazine, and I brought the issue where we published the whole feature with me, so if you want to have a look, just come up later. Leanne, you first won the regional award with this story of the year in the region Africa, and then it was announced that you're going to be a global winner. What does it mean to you? What makes this award very special for you? Good morning. First of all, thank you for being here and thank you for inviting me. It's a huge privilege to share a story that I love deeply and that I care a lot about with you today. I think as a photographer, being celebrated by World Press Photo is obviously, in your career, it's a huge achievement. But I think what makes it particularly special for me is if we look at history, if we look at images that we remember in our collective history, a lot of these have come through World Press Photo. And for me, the fact that a story so simple as a Sunday spent with a family in Madagascar, a family who's dealing with dementia of a family member, the fact that such a simple, quiet, intimate, familiar story that we can all relate to is celebrated with a prestigious award like this, that for me is a really big deal. And I think it's important that as we look at the global news headlines, which we're all affected by, that we don't overlook the smaller cultural stories, the personal, the moments that we can all relate to when we look at bigger stories. And I'm incredibly grateful for this. Yeah, thank you. I got another microphone. That makes it a bit easier. Yes, it's. You already mentioned that your story is about dementia in Africa. You see it in the exhibition out there, and it's also the key visual of the poster of this exhibition. But I know, because we collaborated on this, and I know you for a long time, or you work for a long time, this is only a part the part that is exhibited here tonight is only a part of a longer project you are working on. So how did everything start? How did you think about doing a story on dementia in different African countries, and then later on focusing on this specific family in Madagascar? So the story that you see here is called Balimba Bena, and it's part of a bigger project called The Big Forget, which I've been working on for the last 4 years now. And it all started with my partner telling me the story of Gina. Gina is a woman from the Himba community in northern Namibia. And she was chained in her village for 20 years in the hut where she lived because her community feared her and they didn't understand the way she was behaving, the symptoms she was displaying. And I became curious about Gina's story. And so in 2020, I drove to Namibia and we went to meet Gina, where she now lives in a care home in Swakopmund. And I went to her village and I met her brother and her family, and I asked them about Gina and how they perceived her. And people always spoke about Gina as the crazy lady, the one that was acting strangely. And her brother said to me that there are others like Gina here. There are others that are chained and that are going mad. And he said to me, do you want to photograph them? And for a moment I contemplated this and I thought, if I make this image of
somebody in chains, and I put that out into the world, this will be such a strong visual. It will be something that will stick in your mind, but it will also be the only thing you will remember when you think about a story about dementia in Africa. And so I made a very conscious decision not to do that. That, of course, left me with no visual. So I thought a lot about how do I tell this story in a way that is culturally sensitive? How do I show stigma and a family member that's ostracized in a way that doesn't show somebody in their weakest moment, but shows a glimmer of hope? And it's been a long journey finding the right way, or the way that sits right with me as a photographer, to tell the story. I made two reporting trips to Namibia and then to Ghana, and most recently to Madagascar. And I really felt like this moment where I was invited into the home of this family, and I saw Dada Paul getting ready for church with his granddaughter. That for me was such a aha moment, like, this is it. It doesn't have to be more than this. It could just be this simple visual of a young child and her grandfather, and kind of touching on the cycle of life, how we all start out being fragile in the world, and most of us end up there. And it was a good moment to, after years of searching for that visual, to feel like I found it. And I'm very grateful to have had very incredible project partners to come along on this journey as well. Thank you. Yeah, you already mentioned how you thought about visualizing this topic. So when we look at the screen behind us where the pictures are shown, actually we see a lot of more images than are presented in the exhibition, because the rules of WordPress, they only allow a certain number of images sent in, and you probably then focus on this very single story of Paul and his daughter Farah. But the story retold in the magazine as well needs some more visualizing details, and that was something that really convinced us that this story is special, because these images produced, we see old family pictures, flower bouquets, souvenirs from the past. On the one hand, we can follow through these items your work and you to evolve a visual narrative throughout the story. But on the other hand, these items also play a crucial role in the way the people are treated in Madagascar, right? What is this special Valim Babena that the work is called about? So when I was first introduced to the concept of Valim Babena, it was by Muriel, who runs Masondre Moody. They are the only Alzheimer's organization in Madagascar. And it loosely translates to "we are because of our parents." So, and she always spoke about this visual of a mother carrying her baby on her back, and then one day that relationship changes and the child starts to do that for the parent. I think our stories are so deeply connected to our memory, to our parents, our ancestors, and I just absolutely love this idea of the natural evolution of caring. And in my search in doing work on dementia, I've looked at various care models, I've looked at care homes, I've looked at families being carers, and then society at large as well. And for me, finding this kind of solution in a society dealing with something that they're unfamiliar with, that they're not sure of, was a really beautiful way to make sense of it. Yeah, you're absolutely right. It's a beautiful way to tell a very hard story, but on the other hand, it's then easier for everybody to relate to it and to find a way to access the story. So, yeah, you once then came to GEO and pitched this idea. So, of course, the people probably are curious, what is for you, what makes the difference in working with a magazine and collaborating and not working on your own on a project? So I first made contact with Muriel Madagascar in 2020, and I'm an extremely difficult photographer. No. I'm very picky in who I partner with, and that's incredibly important to me, because I'm the person on the ground that goes and knocks on somebody's door, and I ask permission to be given access to something so personal and intimate. And I'm always going to be that face. At the end of the day, that family, they're not going to speak to my editor or to the audience that sees the work. So for me, it's very important to be extremely protective of the people that I photograph and the work I make. And that makes me a very, very
picky photographer in terms of who I partner with. And so I did a portfolio review with Lars Lindemann, who used to be an editor at GEO, and he really blew me away. There was this complete trust in the work that I was doing. And I often find working with publications that they have a need to hold on so tight and to control the outcome. And with GEO, there was this incredible freedom to let the story evolve on its own. And for me, that was quite important because the story has a life of its own already. You know, I go in and I think this is what I'm going to document, but never turns out that way. And you've really got to be fluid in that process to allow the best possible story to be told. And for me, this was a really rewarding experience to work with a team who got that, who it was so effortless. And I think, you know, so many of the publications I work with, they care about the region that they're based in. You know, if you work with US publications, that is their universe. And I found that GEO really had a real interest in the rest of the world, in this tiny corner of Madagascar. And I love that. That was for me such an important thing when I chose to work together. And it's been a really rewarding process. And I think just, obviously as a photographer, we want as much space in a magazine as possible. And the fact that there is a publication giving us all these beautiful double pages and space for us to show our work was a big plus. So happy all around. So it's a win-win situation for both of us, I guess. Yeah, thank you very much for these insights. Maybe just one last question. So you mentioned in the beginning that, of course, the society in Madagascar is dealing with a lot of insecurities and lacking knowledge of this special disease, dementia. So what is your impression of the development in general in the African countries? How do you see would you look optimistically in the future around, just when you look at the treatment with dementia patients? That's a great question. So when I first started the work, you know, I think we all can say we know somebody who has dementia or Alzheimer's. It's become a very big global problem. We're very aware of it. And there's this race to find a cure. A lot of research is being done. A lot of funding is being put towards that. But when we talk about dementia globally, the biggest thing that's still overlooked is how do different cultures perceive this? How do they deal with it? And many communities in Africa and other parts of the world often deal with mental health very differently. They view it as having a spiritual cause. They see witchcraft at play. They have a fear and a stigma attached to this disease. And I think what's really important is that public knowledge needs to be made freely available for people to understand what is happening. But what is also important is really supporting your local healthcare workers, your local nurses, because as an outsider, you can't go in and say how you view this is wrong or what you're doing is wrong. You need to create a space where local nurses that are part of the same culture, share the same cultural beliefs, can bridge that gap between the spiritual and the medical world. And I find that when those local collaborators have the funding and the support they need, they do remarkable work. And those are the people that really will bring the change, not an NGO or, you know, the WHO going in and saying this is how we deal with it. Those people are already there, they're doing the work, but they just need more support. And this story attests to that there are those unsung heroes on the ground who have the knowledge and are just doing what needs to be done for people to understand this disease better. Yeah, thank you very much. Thank you for answering my questions. And as you just mentioned, raising awareness to one of the, I guess, the treatment and everything around mental health, dementia is one of the biggest issues of our times. So thank you for your excellent work. Thank you. Okay, dann mache ich nochmal kurz weiter. Mir fiel gerade so auf, was es für eine Leistung ist, sich unter dieser starken Konkurrenz durchzusetzen und eine globale Story of the Year zu gewinnen. Congratulations, Leanne. Daniel hat auch sich durchgesetzt in der Region Europa und hat dort die Kategorie Long-Term Projects gewonnen. Ganz kurzer Sidestep. Wir hatten in der Jury für Europa 13 Jurytage à 8 Stunden. Also man sieht, was das für eine Arbeit ist, allerdings eine sehr schöne Arbeit, das muss man auch dazu sagen.
Wir hatten zum Beispiel in der Europa-Jury über 5000 Singles, die wir uns angeguckt haben, also die sich eingereicht worden sind für das Photo of the Year. Wir hatten 1141 Stories, das sind also Geschichten, die sind zwischen 6 und 10 Bildern groß. Und wir hatten Long-Term Projects 173 und das Open Format 112. Also man sieht daran, was das für ein gewaltiger Konkurrenzkampf ist zwischen den Fotografen, auch in der Hoffnung, einen Preis zu gewinnen. Daniel hat das geschafft, in der Region Europa, Long-Term Projects. Und mit seiner Arbeit Niemandsland. Wir hatten nämlich übrigens bestimmt 2 Dutzend Arbeiten aus dem gleichen Themenbereich vorliegen. Und Daniel hat sich dann mit seiner Arbeit durchgesetzt. Die Arbeit beschäftigt sich ja mit dem Konflikt um die Förderung von Braunkohle im Rheinland, wo RWE den Tagebau Hambach-Garzweiler 2 in Inden betreibt. Und für die Vergrößerung dieses gefräßigen Tagebaubaggers sozusagen mussten immer mehr Wälder gerodet, Flächen vernichtet werden. Und sehr früh, schon vor über 10 Jahren, hat sich eine Umweltbewegung dagegen formiert. Dieser Protest gipfelte dann 2018 in der Räumung des von Aktivisten besetzten Hambacher Forst. Daniel, wie lange hast du eigentlich an diesem Long-Term-Project gearbeitet? Erzähl mal. Ja, so also, ungefähr hatte das 2017, als ich zum ersten Mal mit einer Freundin von diesem Thema überhaupt hörte. Ich hatte aber nicht aus dem Rheinland und eben von dieser Freundin gehört, dass in dieser Region Dörfer umgesiedelt und zerstört werden, nur für die Förderung von Braunkohle. Und das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das in Deutschland passiert. Und das war so ein bisschen mein Anstoß, dass ich daran hingefahren bin einfach. Und vor Ort habe ich dann eben schnell von diesem besetzten Wald gehört, wo eben Aktivisten das ganze Jahr gelebt haben, um eben zu versuchen, den zu verteidigen, dieses letzte Waldstück vor der Rodung, die eben stattfinden sollte von RWE. Und wie Andreas gerade schon richtig gesagt hat, dann war eben 2018 diese große Räumung, die eben auch in Deutschland medial überall diskutiert wurde, und letzten Endes aber dazu geführt hat, dass dieses letzte Waldstück eben doch gerettet wird, was für die Klimabewegung in Deutschland eigentlich so der große Moment war. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt irgendwie, ja okay, die Geschichte ist wahrscheinlich abgeschlossen, aber ich habe das so weiter im Auge behalten, was da so passiert. Und dann habe ich so ein gutes Jahr später gemerkt, okay, die Menschen aus den umliegenden Dörfern, die eben noch bedroht waren vor der Umsiedlung und von der Zerstörung dieser Dörfer, merken, dass wenn man sich zusammenschließt und eben gemeinsam gegen RWE kämpft, dass man doch auch eine Chance haben kann und sie vielleicht auch in ihren Orten bleiben können. Und als diese Dynamik eben so anfing, bin ich wieder hingefahren und dann hat sich das eben immer weiterentwickelt, bis dann eben auch 5 von diesen Dörfern gerettet wurde und das 6. Lützerath Anfang 2023 zerstört wurde. Und das war dann so für mich ein bisschen der Abschluss dieser Geschichte und auch der Abschluss in der Region, also ein vorzeitiger Abschluss dieses Konflikts mit der RWE. Daniel, vor ein paar hundert Jahren haben wir ja alle im Wald gelebt, mehr oder weniger. Gib uns doch mal einen Einblick, wie die Besatzer dort im Wald gelebt haben. Wie war das Leben da? Ja, also schon relativ rudimentär. Man lebte dort eben in Baumhäusern. Die meisten von denen waren dort zwischen 20 und 25 Meter hoch. Und die haben die Besatzer dann eben alle selber gebaut. Teilweise auch als Bauholz in so einem kleinen Teil von diesem Wald, wo nur Fichten waren, also das quasi ökologisch ein bisschen minderwertig waren, die auch selber ein paar Bäume gefällt, um eben Baumhäuser zu bauen. Und ja, dann musste eben, also zur täglichen Arbeit gehörte dann eben Wasserbesorgung in dem nächstliegenden Dorf bei UnterstützerInnen, also in Wasserkanistern. Essen wurde oft gespendet von Menschen aus der Region oder auch Container in den umliegenden Supermärkten. Also es sind so, um diese Basic Needs erstmal zu erfüllen, fällt erstmal viel Arbeit an. Aber viel ist natürlich dann eben auch dieses so, gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Also es gibt mindestens einmal am Tag ein Plenum, wo eben alle
Menschen zusammenkommen und überlegen, okay, was machen wir jetzt, wie machen wir das? Und es war eben den Menschen auch sehr wichtig, halt diese also hierarchische und patriarchale Strukturen zu vermeiden, die sie eben in der Gesellschaft selbst anprangern. Und es war immer so ein Prozess, also der, wo man auch immer so ein bisschen gescheitert ist, aber dann auch jedes Mal wieder neu versucht hat, es eben nicht zu reproduzieren. Gab es auch Strom für die Handys zum Beispiel oder für Lampen abends zu lesen? Es gab so ein paar Solarpanels und dann so ein bisschen Strom, aber ja, jetzt nicht so flächendeckend auf jeden Fall. Also überzeugend oder überraschend oder erstaunlich ist ja diese Widerstandskraft von den Leuten. Es gibt ja Leute, die haben da, glaube ich, Jahre gelebt, oder? Ja, also ich habe zum Beispiel Klamsi fotografiert, das ist der junge Mann mit dem Baumhaus-Tattoo auf dem Arm, und der war da eigentlich fast durchgehend seit der ersten Besetzung 2012 bis zur Wahl 2018. Also ich glaube, die nächste Unterbrechung war ein paar Monate auf. Aber und im Prinzip war das ja auch so ein bisschen Kampf David gegen Goliath. Also es waren so am Anfang ein paar Jugendliche, die da auf die Bäume gestiegen sind, gegen einen global agierenden Energiekonzern. Also, und das ist vielleicht auch so mit das Beeindruckende an dieser Geschichte, dass Menschen sich da zusammengeschlossen haben und obwohl die Chancen wirklich sehr niedrig standen, da was verändern zu können, haben sie es eben versucht und waren dann am Ende doch auch erfolgreich. Ich glaube, aus dem Vorgespräch weiß ich, du warst 30 Mal da. Ja. Das kann sich, also als du begonnen hast, warst du noch Student. Da denkt man ja, die haben Zeit, die können da immer hinfahren. Das ist aber auch falsch heutzutage. Die Studenten haben gar nicht mehr so viel Zeit, ich weiß das. Und wer schon mal auf dem 10-Meter-Turm oder im Freibad gestanden hat, weiß, wie hoch das ist und wie schnell man die wahnsinnige Angst bekommt, dort runterzuspringen. Du hast gerade gesagt, 20 bis 25 Meter hoch. Das ist ja wirklich extrem hoch und ist auch wirklich ein bisschen gefährlich, oder? Bist du da immer hochgekraxelt irgendwie oder wie kommt man da hoch? Ja, das erste Mal, wo ich im Hamburger Forst war, hat mir das irgendjemand beigebracht, wo man dann so ein Seil hochklettert. Also im Prinzip hängt von dem Baumhaus hängt dann eben so ein Kletterseil runter und man ist dann wie so eine Raupe, also man ist an zwei Punkten an diesem Seil fest und schiebt die eben immer so nacheinander hoch wie so eine Raupe, klettert man dann so langsam hoch. Und klar, wenn man da irgendwie was einen Fehler macht, kann man da dann abstürzen und deswegen muss man sich da schon konzentrieren. Ich hatte da schon Respekt vor, aber irgendwie hat es auch sehr Spaß gemacht. Also, ja, es ist also ein kleines bisschen halt auch wie so ein Abenteuerpark. Ne? aber ja, die Dimensionen da vor Ort sind natürlich krass. Also, einerseits, wie hoch diese Baumhäuser sind, aber auch groß so ein Tagebau eben auch ist. Also, die komplette Fläche zwischen hier und dem Hamburger Hauptbahnhof passt im Tagebau Hamburg. Also, das muss man sich halt mal vorstellen. Also, das sind Dimensionen, selbst wenn man das auf den Bildern sieht, finde ich, kann man das noch nicht so ganz sich vorstellen. Ist Lützerath inzwischen Teil der Grube sozusagen? Also, ist das weggebaggert worden, Lützerath, ja, komplett? Ja. Also, da könnte man jetzt heute nicht mehr stehen, beziehungsweise man würde halt irgendwie 20, 40, 60 Meter tiefer stehen. Also, das ist eben natürlich eine Vernichtung von Orten, die absolut da nicht sein könnte. Und das ist eben auch für einige der ehemaligen Bewohner, die in den Orten gelebt haben, die heute nicht mehr existieren, ist es schon schlimm, einfach nicht mehr an diesen Ort zurückkehren zu können. Es ist nicht, dass der Ort sich verändert hat, sondern der existiert einfach nicht mehr. Der ist wirklich von der Landkarte verschwunden. Und was war dein letztes Foto? Wann hast du es gemacht? Das letzte Foto ist so ein Abrissbild von einer Scheune. Und diese Scheune hat dem Landwirt Eckhard Heukamp gehört, der eben bis zum Schluss in Lützerath ausgeharrt ist. Also alle ehemaligen Bewohner waren schon weg, er war noch da. Und er hat eben auch Aktivistinnen und Aktivisten, die Lützerath so als letzte Bastion gesehen haben, um sich eben gegen die Verbreitung der Tagebauer zu verteidigen. Die haben dann auf seinem Hof gewohnt, in seinem Elternhaus gewohnt und haben dann auch eigentlich alle leerstehenden Gebäude in Lützerath besetzt, die schon RWE gehört hatten. Ja, und für Eckhard Heukamp war das natürlich auch schon schlimm, irgendwie das mit anzusehen. Also der war da bis zum letzten Moment, musste dann eben gehen und sein Hof und sein Elternhaus existieren jetzt halt heute nicht mehr. Ja, herzlichen Glückwunsch zu dieser Arbeit, zu diesem tollen Preis. Sehr verdient, muss ich sagen.
ja, wir sind sozusagen so ein bisschen durch mit unserem Programm, was wir vorbereitet haben. Aber Sie können selbstverständlich jetzt die Initiative ergreifen und Fragen jeder Art stellen an die Fotografen, an Carla, an Herrn Dauschek, an mich selbstverständlich auch. Wir haben hier Mikros, die wir rumgeben können. Freiwillige Vorbereitung.